Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Revelations. Ich habe es wirklich so gemacht. Ich habe das sizilianische Rapier geholt. Seht es euch an. So, in der letzten Folge sind wir ja wieder nach Konstantinopel zurückgekehrt und wollen jetzt nach Sophia gucken. Und wir sehen hier schon einige Assassinen, die vor ihrer Tür stehen. Anscheinend hat Yusuf unserer Bitte entsprochen und sie beschützen lassen. Hoffentlich war es auch in Ordnung. Prinz Ahmed hat gedroht, Sophia etwas anzutun. Finden und beschützen Sie sie. Wenn angegriffen, 5 Wachen im Nahkampf eliminieren, ohne getroffen zu werden. Ach du Scheiße. Ja. Toll. Na, Sophia? Geht's uns noch gut, ja? Oh, Scheiße. Hier wurde ja ganz schön gehaust. Wo ist sie? Yusuf? Nein! Oh nein. Scheiße. Verdammte Templer. Ihr habt euch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. Damn! Oh nein. Okay. Die Ding. Alles klar. Schwestern! Die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Ich dachte schon, die halten den jetzt für den Killer, aber... Nee. Ezio ist immer noch Mentore. Und jetzt... reißen wir denen den Arsch auf. Yusuf ist tot. Na los! Ahmed. Du bist sowas von tot. Oh, überall Assassinen hier. Auf sie mit Geblull! Sehr schön. Mitkommen. Verbrauchen sich nicht? Ist ja geil. Oh. Da, auf ihn! Los, macht sie alle kalt! Jetzt Zugriff! Greif ihn! Los! Mir doch scheißegal, ob ich jetzt bekannt bin. Revenge ist jetzt alles, was zählt. Da! Packt ihn! Der da! Ezios erstes Ziel. Los! Zumindest das, was er in Assassin's Creed 2 hatte. Rache. Es ist wieder da. Alter Mann! Immer noch fit genug, um euch den Arsch zu versohlen. Und du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer? Deine Zeit ist gekommen. So, du Schwein. Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln,
Dann tötet mich, und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Aber auch Menschen ohne Rechte. Ja, doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Gar nicht. Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galataturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Olle Sau. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templer-Fantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Cesatem, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Wird euer Vater? Nein. Und ich auch nicht. Er hat sich's ausgesucht. Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Tja. In welchem Bezirk sind wir denn jetzt eigentlich? Die Karte ist völlig... Ah, jetzt sind wir hier drin. Gut, dann würde ich sagen, knöpfen wir uns noch den Aussichtspunkt hier vor. Der fehlt uns nämlich noch. Das ist der, an den wir nie rankamen. Na komm, lass los. Loslassen, Ezio. Schrei hier nicht so rum. Dort oben oder was? Ja, sieht ganz danach aus. Ja. Ach, scheiße. Los, Ezio, ein bisschen Tempo. Ja, das Schiff verschwindet hin und wieder mal. Da ist noch ein Fragment dran gewesen. Ah. Okay. Lässt sich nicht einfach rankommen da, hm? Ah ja. Hab eine andere Möglichkeit vielleicht. So. Ja.
So, hier in die Mitte. Und dann hier rauf. Okay. 22 von 22. Okay. Und jetzt wäre es nicht schlecht, wenn wir irgendwo einen Schnellreisepunkt hätten oder sowas in der Art zumindest. Uiuiuiui. Ah, hier ist einer. Vielleicht können wir auf dem Weg dorthin nochmal unsere Bekanntheit ein bisschen senken. Sonst gehen mir die Soldaten hier alle nur auf den Sack. Wie das jetzt ausgeht. Ob man Sophia retten kann und die Schlüssel trotzdem behält oder ob man die abgibt und die Templer dann verfolgt, ich weiß es nicht mehr. Da unten ist ein Augenzeuge. Okay, den müssen wir erledigen. Oder gleich zwei. Mir egal. Ach, solche Gewalt. Wir müssen Gottes Zorn erledigen. Byzantiner, hm? Die Templer sind unbezwingbar! Ein Scheiß sind die. Okay, wieder Herausforderung. Hm? Ha, schon wieder geht der Tod. Okay, ein bisschen ist noch zu löschen an Bekanntheit. Aber es ist gerade keine Möglichkeit vorhanden. Naja, vielleicht wenn wir die Schnellreise benutzt haben. Halt. So. Galata, hm? Ja. Ich hätte auch direkt zum Unterschlupf gehen können, aber wie gesagt. Ich versuche nochmal, Bekanntheit ein bisschen zu senken auf dem Weg dorthin. Tja, Messere Auditore. Das sind ja wieder geile Ausmaße an hier, ey. Schon irgendein Schreier oder was weiß ich. Irgendeiner, der Scheiße erzählt. Ah, na also. Das Gesetz Gottes entspricht seinem Willen. Findet die Assassinen. Ach, laber nicht. Wenn er nicht bald aufhört, wird ich. Gut. Wir sind wieder anonym. Und erstmal werde ich die Zielmarkierung hier wieder löschen. Die geht mir wieder auf den Sack. So. Okay. Gut. Nee, okay. Ich dachte, da hätte irgendwas geglänzt, aber ist egal. 17 Jahre. Halt, ist das. Was ist los mit euch, hm? So, alles klar. Bin manchmal so verwirrt. Autsch. Okay, Leute. Dort im Versteck geht's jetzt anscheinend weiter. Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier wieder fast bei 15 Minuten und ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt hier einen Cut. Und in der nächsten Folge werden wir sehen, wie es mit dieser Übergabe aussieht. Also, bis dahin. Ta-ta!